Hallo, hier ist Matthias von die Praxis Family und heute geht es um das Thema Wald und wie der Wald es schafft, uns gesund zu machen. Ja, der Wald. Wie komme ich denn jetzt auf den Wald? Also, es ist immer schön zu wissen, es gibt ganz einfache Mittel, um dem Körper zu helfen und ihn zu unterstützen bei seiner Tätigkeit und auf dem Weg in die Gesundheit hinein oder wenn man ihn gesund halten möchte. Und da ist einfach die Natur und der Wald faszinierend. Ein Spaziergang im Wald hat Riesenwirkungen auf unser ganzes Biosystem. Ein Grund ist natürlich, dass wenn wir uns bewegen, viele Faktoren im Körper aktiviert werden. Es hat sich herausgestellt, ja, gerade bei den über 60-Jährigen, dass wenn die sich bewegen und zwar nur 9 Kilometer in der Woche laufen mit einer Geschwindigkeit von 3 km/h, dass sie das Risiko an einer kardiovaskulären Erkrankung zu sterben um 32% reduzieren. Das ist doch der Wahnsinn. Das heißt, wenn man regelmäßig das einbaut in seinen Alltag, dann hat man schon mal riesige Vorteile. Das Zweite, was ganz entscheidend ist, wenn wir uns in der Natur bewegen und vor allen Dingen im Wald, dass unsere Aufmerksamkeit, die sich über Millionen von Jahren auf die Natur fokussiert hat, man muss sich vorstellen, dass wir 99% unserer Existenz als Mensch oder als Menschheit haben wir in der Natur verbracht. Und erst einen winzigen Teil, erst eigentlich die letzten 100 Jahre verbringen wir irgendwie in Städten und in Räumen und in Fabrikhallen. Und da ist unser ganzes Biosystem natürlich überhaupt nicht drauf eingestellt. Also in dem Moment, wo wir in der Natur sind und insbesondere im Wald, entstehen bestimmte Stoffe im System, im Körper, die uns sofort entspannen lassen. Das heißt, der Parasympathikus wird aktiviert und wir kriegen eine sofortige Entspannung. Im Gehirn wird der präfrontale Kortex wird ausgeschaltet oder verlangsamt. Dadurch kommt das Gehirn in eine Art meditativen Zustand. Das heißt, die Alpha-Wellen werden mehr, die Delta-Wellen werden mehr und die Beta-Wellen werden weniger. Das sind die uns so in diesem Wachbewusstsein halten. Und das ist auch das, was so den chronischen Stress ausmacht, wenn wir in der Stadt sind. Also wenn wir uns entspannen wollen und gehen dann entspannt spazieren in der Stadt, wo Autos umherfahren und viele Menschen sind, dann ist es oft gar nicht so entspannend wie ein Spaziergang in einem Wald oder auch in einer Parkanlage oder in der Natur, irgendwo auf einer Wiese oder in den Feldern. Das ist sicher gut. Bitte beachtet, wenn ihr durch die Felder lauft immer, die Felder sind in der Regel gespritzt. Das heißt, da habt ihr viel zu tun mit Pestiziden und irgendwelchen Herbiziden. Das ist vielleicht nicht so günstig, also besser wäre wirklich der Wald. Eine weitere Eigenschaft vom Wald, die mich persönlich fasziniert hat, ist es nicht nur der Sauerstoff und irgendwie die bessere Luft in Anführungszeichen, sondern es sind bestimmte Stoffe, die Blätter und die Bäume und die Pflanzen und der Boden ausscheiden. Das sind Terpene, das sind bestimmte Geruchsstoffe. Ein Wald, so ein normales Waldklima, liefert über 100 verschiedene Terpene. Das ist enorm. Und diese Terpene haben wiederum ganz bestimmte Schlüsselwirkungen auf unser inneres Biosystem. Eine Wirkung, die faszinierend ist, dass ganz bestimmte Peptide angetriggert werden, die in unserem System dafür sorgen, dass der Blutdruck gesenkt wird. Auch dazu gab es Studien und es konnte signifikant nachgewiesen werden, dass wenn man sich im Wald aufhält, eine bestimmte Zeit, so eine Stunde am Tag, ist der Blutdruck nachweislich gesunken und man braucht keine Blutdruckmittel mehr. Ja, das ist doch grandios. Die Wirkung lässt sich damit erklären, dass diese Peptide, die da entstehen, dafür sorgen, dass sich die Blutgefäße entspannen können und die nicht mehr so starr sind. Und wenn die sich entspannen, dann werden sie weiter und dann sinkt der Blutdruck. Also von daher, phänomenale Möglichkeit. Und das Zweite, was grandios ist, dass die Killerzellen, die natürlichen Killerzellen, das sind Fresszellen in unserem Immunsystem, die wichtig sind vor allen Dingen, wenn wir mit Bakterien zu tun haben oder Viren, aber auch wenn es um Krebs geht. Ja, die fressen Krebszellen. Diese Killerzellen steigen. Und da gab es eine Studie in Korea, die gemacht wurde. Und zwar war das so, dass ein mehrstündiger Aufenthalt im Wald hat dazu geführt, dass die Killerzellen ihre Aktivität stark steigern, messbar steigern gegenüber einer Kontrollgruppe, die das nicht gemacht hat. Und diese Killerzellen, diese Aktivität ist um eine Woche erhalten geblieben. Also das bedeutet, wenn man einmal in der Woche einen Spaziergang, eine Wanderung im Wald macht, dann hat man quasi für den ganzen Rest der Woche hat man dann ein gut aktives Immunsystem. Das ist auch phänomenal. Und aber auch gleichzeitig die Möglichkeit, wenn man schon krank ist und irgendwie sich noch bewegen kann, ab in den Wald. Und diese Stoffe einatmen und einnehmen, aufnehmen, die wirken sofort. Die sind sofort bioverfügbar und wir können die gleich nutzen.
Die andere Studie war, dass mehrere Tage sich im Wald aufgehalten wurde und dort wurden auch die Killerzellen massiv gesteigert und das hat sich bis zu einem Monat dann gehalten. Das ist sicherlich besonders interessant, wenn man eine chronische Erkrankung hat, die irgendwie eben Krebs ist oder etwas anderes, womit die Fresszellen brauchen. Und was auch spannend ist, dass die antientzündlichen Wirkungen durch diese Peptide, die da entstehen und diese Terpene, dass diese antientzündlichen Wirkungen auch sehr hoch sind. Das heißt, jemand, der zu tun hat mit chronischen Entzündungen, wird sehr davon profitieren, wenn er einfach mehrere Male in der Woche in den Wald geht und dort das Klima genießt. Also von daher, freut euch auf den Wald, geht in den Wald, nutzt diesen Gesundheitseffekt, der kostet nichts, der kostet gar nichts. Und es sind mehrere gesundheitliche Fliegen, die ihr da mit einer Klappe schlagt, das ist auch grandios. Was ich noch im Nachhall sagen möchte, was mich persönlich sehr begeistert hat auch, ist, wenn wir hergehen und die Gerüche des Waldes oder der Natur oder Naturtöne oder Naturfarben oder Bilder aus der Natur anschauen, dann haben wir im Gehirn ähnliche Reaktionen, als wenn wir direkt wirklich im Wald sind. Ich denke, das ist interessant für all die Tage, wo wir vielleicht nicht raus möchten oder für Menschen, die bettlägerig sind, ja, oder wenn ihr einfach euer Klima zu Hause verbessern wollt. Da kommen wir dann in den Bereich dieser ätherischen Öle. Das sind die Terpene. Aus den Terpenen werden die ätherischen Öle gemacht. Da gibt es ja reichlich mittlerweile, die man zur Auswahl hat. Wichtig ist, dass ihr auf eine Top-Qualität achtet. Die besten Qualitäten, die ihr kriegen könnt, habt ihr im Grunde genommen bei der Firma doTERRA oder bei Young Living. Es gibt aber auch noch andere Hersteller, die ebenfalls sehr gute Qualität herstellen. Und da einfach mal schlau machen und gucken, wie die Hersteller damit umgehen. Also wer seine Herstellungsprozesse aufzeigt, da könnt ihr schon immer sehen, wie achten die darauf, dass die Öle sauber sind und rein sind und schonend verarbeitet wurden und all diese Dinge. Aber das nur am Rande. Also die Öle können was, aber eben auch Geräusche. Das heißt, allein der Geräusch von Vogelzwitschern oder einem Bachlauf oder Grillen, die irgendwie zirpen, das macht schon ganz viel aus für die Entspannung. Und eben Bilder, also wenn ihr schöne Bilder habt aus der Natur, die euch gefallen, je nachdem auch, was ihr für ein Typ seid, ob ihr olfaktorisch seid oder eher ein visueller Typ seid oder eben jemand seid, der mehr hört oder mehr riecht. Also das ist entscheidend, wie es auf euch wirkt. Aber meine Idee ist für euch, geht so oft ihr könnt, wenigstens einmal die Woche raus in den Wald und genießt es. Ein Waldspaziergang, riecht es, atmet es ein, fühlt die Natur und spürt es mal so ein bisschen. Und wenn ihr ganz verrückt seid, zieht eure Schuhe aus und geht ein Stück barfuß. Weil dann nehmt ihr nämlich noch ganz viel auf der ersten Erde auf und vor allen Dingen euer Elektronenhaushalt wird es euch danken durch diese Erdung. In dem Sinne, das war's von mir. Ich wünsche euch alles Gute, auch im Namen der Praxis Family. Macht's gut, eine schöne Woche noch. Ciao.